die Wohnung ist ja richtig cool. Aber ich, also entweder sind wir zu doof, um die zu erwärmen, oder es liegt einfach an den Wohnungen. Aber gerade unser Schlafzimmer ist saukalt, weil die Fenster nicht richtig dicht sind. Halb erfroren in der Nacht. Ich habe auch gelesen, europäische Fenster sind hier Luxusstandard. Luxus, nicht Standard, sondern Luxus. Wenn es stürmt, haben wir minus 8 Grad draußen. Aber die Sonne soll scheinen. Komm, such deine Schrotflinte raus. Was? Ich sehe nicht an, dass ich das immer mache. Heute ist sehr, sehr sonnig und sehr kalt. Melina zieht gerade noch mal eine neue Hose an. Deshalb stehe ich hier allein. Wir haben vor, heute noch mal viel unterwegs zu sein. Deswegen warm angepackt zu sein ist ganz, ganz wichtig. Der erste Punkt ist Washington Square Park. Und dann bewegen wir uns wieder durch die Stadt. Und besser. Yes. Wir laufen jetzt gerade die Fifth Avenue nach oben hin zum Flatiron Building. Wir sind schon ein paar Geschäfte, ne? Du kennst die ganzen Marken, ich kenne das alles gar nicht. Ich finde das so cool, die Marken, die man sonst hier in Deutschland, also die man kennt, aber keine Geschäfte da sind, jedenfalls weniger. Und dann hier zu sehen. Und vor allem Aveda, meine Haarmarke. So, wir stehen hier an Ecke Fifth Avenue und Broadway. Sehr hell, du hast keine Sonnenbrille. Nee, ich habe sie zu Hause liegen gelassen. Und wir waren eben im Harry Potter Store und du konntest auf die Toilette da gehen. Und es ist schon krass. Also es war schon heftig, ne? Cool. Also was es da alles gibt, da gibt es Trikots vom Trimagischen Turnier. Du kannst diesen alles. Besen kaufen. Du hast für Kinder natürlich alles. Also Babys, wirklich aus jedem Film, jedes Accessoire, was du dir vorstellen kannst. Wir stehen vor dem Flatiron und es ist leider eingerüstet. Ja. Aber es ist schon irgendwie cool. Wir sind im Central Park und es ist direkt ein bisschen ruhiger zumindest, ne? Und die ganze Zeit auf der Fifth Avenue waren und dann... Da war es voll. Und auch richtig teure Läden dann gegen Ende und so und... Oh, boah. Drum Tower. Ja, Hot Drum Tower. Dropper. Stop. Dropper Shop. Jetzt erkunden wir noch ein bisschen den Central Park und dann haben wir um 4:30 Aussichtsplattform auf dem Rockefeller, was ja doch wieder ein Stück weit nach da wieder ist, ne? Ja. So langsam wird die Sonne schon schwächer. Das heißt, es ist nicht mehr lang zum Rockefeller, ne? Wie lange haben wir noch? Stunde? Oh, ich glaube tatsächlich schon. Ja. Ungefähr eine Stunde. Noch ein bisschen mehr. Okay.
dem Rockefeller Center? Nach einer Stunde gefühlt Verspätung, also was heißt Verspätung? Weil wir haben lange angestanden und sind immerhin noch bei, nennt man das noch Dämmerung? Dämmerung, man sieht noch ein bisschen rot, ja. Aber es ist generell, es ist Wahnsinn, die Skyline, das ist echt, ja, das ist die einzige Stadt, wo das wirklich Sinn macht, ganz ehrlich. Richtig cool. Wenn man so ein Essen schätzt, wenn man seit Tagen so viel am Laufen und so wenig dabei gegessen und dann so nur so, ja. Gute Brote? Gute Brot. Das ist einfach. Oh. Ich weiß jetzt nicht, für wen die Soße ist. Ich probiere es nicht.